Jo Leute, und Hi. zwar habe ich heute meinen Kumpel Marvin in eins meiner Videos gebracht, ja, weil ich ja so berühmt bin, wollte er unbedingt mein Video mitmachen. Und wir sind ein bisschen erkältet beide. Und deswegen wollten wir mal, weil wir so im Fernsehen gesehen haben, dass es da so eine Husten-Hotline gibt, da wollten wir mal da anrufen, ja? Okay, ich rufe da jetzt mal an. Ach ja, es ist übrigens die 0800, dreimal die 07178. Genau, damit ihr auch euren Husten testen könnt. Okay, ich rufe einfach mal an. Willkommen beim Silometer, dem neuen gebührenfreien Hustenerkenner. Das Silometer wurde von der Projektgruppe Hörsprach- und Audiotechnologie des Fraunhofer Instituts für digitale Medientechnologie im Auftrag von Böhringer Ingelheim entwickelt. Wenn Sie Husten haben, dann können Sie jetzt kostenlos testen, ob es sich eher um einen trockenen Reizhusten oder eher um einen verschleimten Husten handeln könnte. Bitte beachten Sie, diese Analyse ersetzt jedoch nicht die ärztliche Diagnose. Halt's Maul. Haben Sie gerade Husten? Wenn ja, dann drücken Sie jetzt bitte die 1. Wenn nicht, dann ja. Sie haben Husten und möchten ihn testen lassen? Dann husten Sie nach dieser Ansage bitte mehrfach in die Empfangsmuschel Ihres Telefons. Halten Sie den Hörer ca. 30 cm entfernt von Ihrem Mund und vermeiden Sie Hintergrundgeräusche. Husten Sie bitte jetzt. Vielen Dank. Ihr Husten lässt sich vom Silometer nicht mit hoher Sicherheit identifizieren. Lassen Sie sich jedoch vom Arzt oder Apotheker beraten, wie Sie Ihren Husten zuverlässig zuordnen und richtig behandeln können. Wir wünschen Ihnen gute Besserung. Fotze! Doofe Fotze! Ich hab Schleimhusten. Konnte man das nicht hören oder was? Hä? Also ich fand das vertrocknen. Ich fand den Schleim. Also unser Fazit. Es ist einfach nur Verarsche und doof und scheiße. Und wenn es jetzt noch Geld kosten würde, ey, ich würde den so in den Arsch treten. Ich würde direkt Gericht und essen. Gericht essen. Gericht essen? Würdest du sofort. Dafür habe ich jetzt ein bisschen Akku hergegeben von meinem Handy, ganz ehrlich. Also echt, das ist Stromkosten. Verarsche einfach nur. Fazit 6 minus. Umweltverschmutzung. Einfach nur hohes C-Ersatz. Ja, ein bisschen Vitamin A trinken.